Ein sonniges Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Oxygen Not Included, natürlich mit mir und Sunny. Die sitzt richtig, also falls ihr es erkennt, das ist ziemlich klein. Die Players sind zurück, ah, ich freue mich so. Das ist wirklich für mich so. Von dem gleichen Modmacher sind auch die Blueprints zurück, aber die interessieren mich nicht so sehr. Die sind mir relativ egal, muss ich zugeben. Aber dass die Players zurück sind. Großartig. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Was wir ja damit rumgespielt haben, hier mit der Player-Funktion. Ich bin froh, dass sie wieder da ist. Ich bin wirklich froh, dass sie wieder da ist. Hier ist kein Strom drauf, weil wir den hier abgestellt haben. Ja. Und hier ist sofort wieder zu warm geworden. Das ist halt... Ja, das liegt daran, dass das hier zu warm ist. Hab da noch keine richtig gute Idee, wie ich damit umgehen soll. Ich meine, solange wir das hier laufen haben, geht das. Aber... Der Punkt ist halt, ich will das halt auch nicht ewig laufen haben. Und wenn ich das in einem Rundlauf packe, dann wärmt sich das ja auf. Das macht ja auch keinen Sinn. Also wir müssten eigentlich nach Möglichkeit versuchen, das hier abzukühlen. Wir könnten natürlich, weil, jetzt seien wir mal ganz ehrlich, ein Großteil der Wärme kommt ja nicht von ihm selber, sondern kommt ja aus der Umgebung. Wir könnten das hier natürlich einpacken in eine Schutzummantelung wie hier. Warum machen die das hier eigentlich nicht fertig? Weil wir wieder keinen Gräber haben, der das machen kann, gleichzeitig. Oh, ich hasse das, ne? Ich hasse das wirklich langsam. Das gleiche Problem werden wir hier haben. Ja. Also zumindest in dem oberen Bereich. Den unteren Bereich, den könnten wir gleich ausbauen. Gucken, wie sieht's hier aus? Ja, hier müssen wir alles erst wegnehmen. Und hier auch wieder ein Teil. Und dann setze ich den Teil tatsächlich mal. Das bauen wir hier ab. Granit, naja. Machen wir hier auch das aus Granit. So. Ich hoffe, wir sperren jetzt den Fisch da nicht ein. Das wäre super ungünstig. Fangen wir mit dem Zeug hier unten an, damit der Wasserspiegel wieder steigen kann. Mal gucken. Ich hoffe, dass es gelingt. Achso, die hier klappen ja wieder nicht. Ja. Da müssen wir sowieso erst abbauen. P7. Hat's schon soweit. Okay. Was habt ihr für ein Problem? Leo-Batterie. Ja, darum wollen wir nicht zu kümmern. So, das hier oben habt ihr abgebaut. Das ist gut. Dann gucken wir jetzt nochmal. Also, ich hätte hier gerne... wird wahrscheinlich eine Gasbrücke brauchen, aber jetzt erstmal hätte ich hier gerne einen Gastank. Der wird dahin kommen. Dann wird er da abgeknapst. Es wäre gut, wenn das hier rausgeht. Denn dieses weit genug, dass ich das irgendwie loswerden kann. Gehen wir mit dem hier nach oben, ne? Das wird das Einfachste sein. So. Hey, warte mal. Ich baue das mal lieber nochmal ab. Weil sonst geht der Sauerstoff in das Ding rein. Das wäre nicht Sinn der Sache. Wieso? Geht hier nichts raus.
Oh. Ja. Okay. Gut, gebe ich zu. Das habe ich angerichtet. Mein Fehler. Definitiv. So. Oh, das hat schon gearbeitet. Cool. Gute Frage, was ist denn da für Gas jetzt drin? Wasserstoff und Sauerstoff. Wasserstoff. Wasserstoff, nicht atembares Gas. Wasserstoff soll mal rausgenommen werden. Das soll mal hier. Und Autoabfüllung, ja. Ja. Sehr gut. Hier sind wirklich nur noch Grammbereiche Wasserstoff. Das ist okay. Und das, was hier drin gefangen ist, das sollte ja wieder frei werden, denke ich mal, wenn ich es abbaue. Hoffe ich. Wenn es vernichtet wird, das bisschen an Sauerstoff und Schmutz im Sauerstoff, das wäre mir egal. Oh, hier müssen natürlich Glanz, aber die haben wir noch nicht, ne? Glanz, Dreckus. Können wir hier noch nicht reinpacken, ne? Okay. Wir haben nichts, wo wir Schilffaser reinpacken können. Wirklich? Industrielle Zutat nehme ich mal an, ne? Ja. Wenn ich sage, es soll weggetragen werden, dann soll es bitte auch weggetragen werden. So. Gefällt mir besser. Und hier, das kann dann auch mal weggetragen werden. Oh wow, wir haben sogar hier auch noch ein Metall-Hatchling-Ei rumliegen. Okay. Sehr gut. Jetzt bekommen wir hier erstmal Wasserstoff rein. Haben wir hier noch Wasserstoff drin? Ja, noch im Grammbereich. Und hier oben ist alles weg. Hervorragend. Das heißt, das hier können wir abreißen. Das brauchen wir nicht mehr. Das darf möglichst schnell weg. Ja, wir haben den Wasserstoff hier oben völlig weggebaut. Perfekt. Sehr gut. Jetzt haben wir hier ein bisschen Wasserstoff immerhin. Das ist relativ geringe Menge, aber wir haben welchen. Es ging darum, welchen zu haben erstmal. Dass wir hier einen Block haben, an dem nicht gearbeitet werden kann durch das Ding, das ärgert mich ein bisschen, aber. Oder hätte ich, wenn ich den. Nee, der war so, dass er, genau. Ich könnte natürlich mit dem zweiten hier arbeiten. Ich könnte hier an die Position einen zweiten legen. Er könnte dann aber das Ding nicht reinlegen. Ha, 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 ha. Tja, keine Ahnung. Muss ich mal gucken. So, ich nehme an, dass es jetzt hier etwas leer gezogen worden? Nein, immer noch nicht. Okay, warum nicht? Weil ihr keine saubere Richtungsangabe habt bisher. Das ist echt doof gerade. Jo, das funktioniert für mich. Richtig? Ja. Das hat für mich funktioniert. So. Ich liebe die Pliers. Ich geb's zu. Was soll ich sagen? Ich liebe sie. Love your heart. Ich feier die voll. So. Dann kommt das da wieder hin. Zu wenig Ressourcen. Kupfererz. Was? Bitte was? Ich sehe hier 37 Tonnen. Und er erzählt mir, er hat zu wenig Kupfererz?
Irgendwas. Sagt er das immer? Ist das so eine Art Running Gag von dem Ding? Ich weiß es nicht. So. Dann hier eine Gasbrücke. Dann brauche ich hier wahrscheinlich wieder ein Ventil. Lüftung. Das automatische Ventil. Ja, hier haben wir das. Stört das erlaubte Gasvolumen. Und hier automatisches Ventil. Das ist eine doofe Benennung. Das ist eine doofe Benennung für mich. So. Dann brauchen wir noch den Kanisterbefüller. So. Ich hab die falsche. Und den dann auch. So, die Gasbrücke muss natürlich so rum. Das Gasventil. Nein, das automatische Gasventil. Das muss so rum. Dann haben wir hier die Gasleitung. Zack. Zack. Und da wird die automatische Gasleitung auch richtig funktioniert. Ah, ich habe die Player so vermisst, ne? Ich habe die so vermisst, unfassbar. Habt ihr gemerkt, wie schnell ich mich daran gewöhnt habe, die wieder zu benutzen? Instant. Das ist eine großartige Sache. Strom brauchen wir hier irgendwie noch? Klemmen wir mit an das Stromnetz an. Das ist ja ärgerlich ein bisschen. Müssen wir ein relativ langes Kabel ziehen. Nehmen wir Blei, natürlich. So. Die wir hier mal können, die können wir mal durch Blei ersetzen. So, da brauchen wir natürlich eine Automatisierung. Das heißt, ich brauche hier natürlich einen Signalschalter, ein Kabel. So, was war das für ein Piep? Ha. So, jetzt können wir... Ah, da oben ist noch einer. Ich denke mal, der ist gewachsen, weil die ja hier Saccharose produzieren. Zucker im Endeffekt. Da entsteht der tatsächlich. Ne, ihr habt doch... Grub-Grub-Eye... Was? Da hat der Übersetzer aber irgendwie Mist gebaut. Dieses Tier hat eine. Da wollte er was anderes schreiben. Naizu Spindly Grapefruit Grapefruit Plant. Der hier produziert Saccharose und ich meine, der hier frisst Saccharose. Genau. Und ich meine, der entsteht, wenn die, im Endeffekt, die pupsen die Saccharose aus, er frisst dann die Saccharose. Ich denke mal, so funktioniert das. Das heißt, wir müssten die aber auch mal produzieren, damit wir für die dann sozusagen auf Dauer genug Saccharose haben. Und die Grapefruit, na, die müssten wir dann sowieso mal anbauen. Aber da ich bisher noch nicht Schwefel vernünftig anbauen konnte, habe ich mich damit noch nicht so beschäftigt. Wo wir das echt machen sollten vielleicht. Ist auf jeden Fall, hat er auf jeden Fall anscheinend eine höhere Energiedichte als die Mehllaus. Und mit 8 Zyklen, wie schnell seid ihr im domestizierten Zustand? 3 Zyklen. Ist halt auch besser. Ja. Also solange man genug Nahrung am Anfang hat schon, ist es, denke ich, besser, was zu machen, was ein langes Wachstum hat. Welche Lebenserwartung habt ihr, Jungs? Der hat auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, Grub-Grub-Früchte zu produzieren. Vielleicht ist es doch mittlerweile... Vielleicht ist es doch anders. Vielleicht, wenn die sich um Grub-Grub-Früchte kümmern können. Vielleicht haben sie dann die Situation, dass sie zu Grub-Grubs werden.
Das würde erklären, warum der hier ein Grub-Grub ist mit 97% Wahrscheinlichkeit, weil Saccharose kann der hier eigentlich nicht gegessen haben. Würde für mich Sinn machen. Ausscheidung Matsch. Fangmethode Fallen, aber auch einfangen, also geht beides, okay. Boah. Könnte ich mir gut vorstellen, den hier eigentlich hier unten zu ersetzen. Was haben die Grub-Grub-Foods abgesehen davon, dass sie Schwefel brauchen? Was haben sie sonst noch? 15 bis 50 Grad ist problemlos machbar. Luftdruck ist auch machbar. Ja, wir können die ruhig unten anbauen. Überhaupt keine Sache. Versorgung, Landwirtschaft, Kochen, Bauen. Und Graben erhöht. Gebäude bauen beeinträchtigt. Großartig. Ich nehme an, minus 3 wird nicht so viel Abzug machen wie die plus 10. Ach. Kann nicht forschen. Ja, kann ich mit leben. Du bist unser Neuer. Komm. Hast du zufälligerweise schon einen Punkt frei? Das wäre großartig. Ich habe hier anscheinend ausgewählt. Ja. Schweres Graben, komm. Ja, hat immerhin einen Punkt frei, kann auch zumindest schon mal das schwere Graben machen. Das ist doch schon mal großartig. So, jetzt haben wir hier das Ei. Das Jungtier. Jetzt hoffe ich nur irgendwie, dass das da rauskommt. So. Jetzt drücken wir erstmal den Spiegel wieder ein bisschen hoch, indem wir hier das wieder ersetzen. Ja. Das geht schon mal ganz gut. Wir werden wahrscheinlich... Ja, ich werde hier die ersetzen müssen. Ich verbrauche mir zu viel Wasser. Aber wir sollten jetzt ein bisschen was an Schilfhutfaser da haben. Wir haben 19 hier. Komm. Reicht uns erstmal. Wir haben erstmal genug Schilfhutfaser. Das geht. Es wäre schön, wenn du dich da rausbewegst. Wild. Wildheit noch 29%. Das kann sein, dass der zum Zeitpunkt da unten gefangen war. Als der Wasserspiegel sehr niedrig war. Oh, er ist raus. Sehr gut. Er ist raus. Hervorragend. Dann bleibt da bitte auch raus. Das wäre schön. Da zwei hohe Prioritäten bitte mal drauf. Mach das mal. Hast du echt Granit mitgebracht, um das zu machen? Weil ich müsste Granit rumliegen. Ja. Kilo Granit gerade nochmal nachgepackt. Nochmal 103 nachgepackt. Hier liegen noch... Ach, egal. Hervorragend, okay. Und der Neue kann sich dann darum kümmern. Gut. Okay. Wie lange brauchst du noch, bis du ausgebrütet bist? Oh, 95%, also bald fertig. Hier müsste schon wieder einer ausgetauscht worden sein. Ja, hervorragend. Nicht schon wieder Metallhedge-Eier. Aber wie viele Metallhedge-Eier legst du denn? Du darfst doch hier jetzt Stein fressen, oder? Ja, Magmatit. Wow, okay. Das ist schon interessant. Also, ich will gar nicht mehr so viele von denen haben. Also so langsam
könnten die halt auch entfernt werden. Ich mach mal, reduziere das mal auf 5. Ich meine, 4 sind das hier. Das ist dann der 5., das ist der 6. Das heißt, wenn sie hier drinnen einlegen, dann wird es halt rausgebracht. Das ist okay. Denke ich mal. Wir werden sehen. So. Hier oben haben wir eine relativ konzentrierte Menge an Wasserstoff. Ich hoffe, dass der sich ein bisschen nach unten durchsetzen kann, wenn wir nochmal ein bisschen Wasserstoff besorgen können. Das hier kann eigentlich alles weg. Alles bis vielleicht aufs Gebäude. Weil die Leitern will ich vielleicht nochmal benutzen. Ach, das geht ja nicht. Ich kann ja nur sagen, die nicht. Okay. Ja, dann Cheat drauf. Alles weg. So. Hier wollte ich bestimmt die Wand dann auch mal hochziehen. Denke ich mal. Sieht so aus, als wäre das etwas gewesen, was ich mal hätte machen wollen. Okay. So, F. Ne, 7. Das hier. Das hier kann ich dann abschalten, wenn ich nicht mehr will. Ich mach den jetzt hier einmal voll. Ja, okay, dass ihr euch da verbrüht, ist nur sehr eingeschränkt, überraschend. Gut, dass ich die Sachen jetzt alle aus höherwertigem Material mittlerweile habe. Müssen wir während der nächsten Down-Phase dann hier noch mehr einbauen, denke ich mal. Weil ich will halt nicht, dass die Wärme sich in dieses Gebiet hier mit reinsetzt, noch weiter. Soll ruhig hier bleiben. Wenn er das nach oben abgibt, damit kann ich leben. Überflutung. Kantinentisch. Was hast du für ein Problem? Körpertemperatur? Oh ja, hier ist warm. Hier wollte ich mich ja eigentlich auch darum kümmern, dass ich hier auch mich darum kümmere. Ich mache es mir jetzt einfach. Ich will hier nicht so viel Aufwand betreiben. Ich mache das hier. Sollte gehen. Sollte erstmal gehen. Damit stoppe ich da mal das Reinkriechen der Wärme. Wenigstens für ein bisschen. Hätte ich schon früher machen sollen, aber hier ist wirklich warm. Liegt natürlich auch an dem Kohlegenerator, der Wärme produziert. Aber um den kümmern wir uns später. Ja, wir können probieren natürlich, den Inhalt hier zu übertragen. Aber dafür werden wir einfach nicht genug Kälte hier produzieren, damit das klappt. Wahrscheinlich das hier nochmal ein bisschen anschmeißen, aber mal gucken. So, das hat hier geklappt. Er ist nicht eingesperrt. Das freut mich sehr. Der bietet hier auch weiterhin natürlich Nahrung an. Hat auch noch 250 Kilo Mehlholzsamen drin. Ganz entspannt. Es wird auch nur ein Drittel. Die fressen nur ein Drittel Mehlholzsamen pro Tag. Ja, die fressen echt nicht viel. Das ist total abgefahren. Wir könnten hier vielleicht sogar dann nochmal mit der Überprüfung arbeiten, wie viele Tiere da drin sind. Machen wir auch so einen Tierüberprüfer rein. Da könnten wir die Eier hier mal rausschmeißen lassen, dass die hier ausgebrütet werden. Könnten die theoretisch auch hier reinschmeißen zum Ausbrüten. Ja,
Weil Parkus müssen ja gar nicht in dreckigem Wasser gezüchtet werden. Richtig? Der Vorteil ist halt nur, wenn man... Die müssen einfach nur im Wasser leben, nicht in schmutzigem Wasser. Da gibt es gar keine Bedingung für. Man trifft sie nur üblicherweise da an, aber eigentlich... glaube ich, dass das überhaupt keine Voraussetzung ist. Das Einzige ist halt, die Schluckfische, wenn man die halt haben kann, die wandeln halt schmutziges Wasser in normales Wasser um. Das ist halt cool. Aber ansonsten... ja, mal gucken. Also, sobald der hier anfängt, richtig ordentlich hier Eier zu produzieren, obwohl, der ist ja nicht, der ist ja wirklich, hat ja wirklich einen großen Raum. Die zählen ja den Raum, den sie theoretisch erreichen könnten, auch wenn sie, wenn er nicht Wasser ist, glaube ich, als Raum, in dem sie leben können. Dann dürfte er sich nicht, wir gucken mal, ob der sich irgendwann eingeengt fühlt, wenn da dann 30 Stück hier drin sind oder so. Wir werden es sehen. Werden wir sehen. Mal gucken. Was ist mit dir? Ihr seid alle ganz schön verletzt schon wieder, ne? Na, nur Liam ist so verletzt, dass er tatsächlich vielleicht ins Krankenhaus sollte. So, Gupani. Eigentlich ja immer noch an dem Projekt hier. Unerreichbare Baustelle. Wegen dem hier. Okay. Gut. Wenigstens haben sich unsere ganzen Verletzten mal erholt. Hab ja lange genug nichts gemacht. Was ich ihnen antun konnte. So. Okay. Ja, wir müssen... wie kommt hier die Wärme durch? Hier kommt schon eine Menge Wärme durch, immer noch. Ich meine, ist hier ja auch eine gute Wärmebrücke. Können hier natürlich noch ein bisschen mehr isolierte Ziegel legen. Ja. Das Wasser, da könnten wir mal gucken, ob wir irgendwo verschmutztes Eis schon mal eingesammelt haben. Verdorbene, sumpfige Freude. Ah, weil hier jetzt verschmutzter Sauerstoff ist, ist die Kälte egal, oder was? Kontaminierte Luft, die zieht gerade ab. Oh no. Ich dachte, die Kälte reicht. Das ist ärgerlich. Damit verdirbt uns gerade ein Großteil des Essens. Sumpfige Freude. Ja, mit höherer Priorität als das hier bitte. Trag das mal wieder zurück. Die Idee war ja nett, aber so bringt's nichts. Hier ist verschmutztes Eis zum Beispiel. Hier ist etwas verschmutztes Eis. Schnee, der kann abgebaut werden. Schnee sollte natürlich auch hier rein. So, verschmutztes Eis. Wäre ja sinnvoll, wenn ich das hier irgendwie reinschmeiße. Was bist du? Mooreimer, aber euch ist hier viel zu warm. Einverstanden. Ihr kommt mal hier weg. So, dann würde ich hier mal mir den Spaß gönnen und eine Wärmetauschplatte aus verschmutztem Eis setzen. Vor allem hier hinten hin. Wo es so richtig ballert. Damit kühlen wir mal die Umgebung vielleicht ein bisschen runter. Also das hier habe ich, glaube ich, nicht weggebaut. Da muss ich tatsächlich was aufgelöst haben, denke ich. Bin mir nicht sicher. Vielleicht war hier auch Matsch, der ist runtergefallen. Das sieht schon die ganze Zeit so aus. Absolut möglich. Die strahlen hier echt ordentlich. Ja, hier haben wir zum Beispiel unglaubliche Menge an Parkus. Na, guck mal, hier haben wir einen tropischen Parkus. Voll cool. Das heißt, hier muss es eigentlich ja relativ tropische Parkus entstehen, so auch wenn es sehr warm ist.
zwischen 35 und 80 Grad. Ah, ernsthaft? Er ist gerade krepiert, während ich beobachtet habe? Hm. Der Ärmste. Okay. War jetzt schon ein bisschen gemein, ne? Wir könnten natürlich hier auch eigentlich uns den Spaß gönnen. Wir machen hier mal eine Leiter rein. Hier hinten müssen wir auch irgendwie rankommen. Müssen wir dann gleich aufwischen, was da rauskommt. So, Soilato. Abschalten. So. Dann... Ihr habt ja Autoabfüllung. Also eigentlich... Man braucht ja noch Strom. Ne, da braucht keinen Strom. An und für sich, der hätte ich jetzt gesagt... Der müsste... Oder müssen das immer gleich zwei... Ne, die Container müssen doch nicht 20 Kilo haben. Klappern. Aber war gerade der an und der hier nicht? Ah ja, okay. Es liegt daran, dass die Rohre abwechselnd offen sind. Hier musste wahrscheinlich ein bisschen Sauerstoff nachgepumpt werden, weil zwischenzeitlich nicht mehr so viel war. Außerdem sind hier mehr Ausgänge. Daran kann es auch liegen. Okay. Soweit, so gut. Aber wieso wird jetzt hier... das nicht rausgeholt. Könnt ihr das mit einer leichten Priorität mal machen? Sich da jemand drum kümmert? Also es kann sein, dass hier jemand halt erstmal den bedienen muss. Ich glaube nicht, dass da 20 Liter drin sein müssen, oder? Wir können es mal kurz anschmeißen. Jetzt sind 20 Liter drin. Ihr macht das trotzdem nicht. Was machst du jetzt? Sammelst lieber die verdorbene Pinscher Pfeffernuss ein, als... Okay. Vielleicht sollte ich ein paar Sachen in der Umgebung doch automatisch einsammeln lassen. Sind Pinscher Pfeffernuss Sachen, was ich nicht einsammeln lasse? Das kann halt echt sein. Ja. Okay. Lass ich mal einsammeln. So, wo gehst du jetzt hin? Du holst jetzt den Container? Nö. Was machst du? Ah, na klar. Na klar. Sand? Sand klingt gut. Sand passt. Der frisst ja den Sand. Okay. Okay. Frisst den Sand. Das ist schon wieder sehr lustig irgendwie. Das ist das, was wo man eine vernünftige Menge an Kohle dann rauskriegt. Oh, der Pip holt die ganze Zeit die Sachen da raus. Ey. Ja, das ist der Pip. Okay. Ich muss den Pip umsetzen. Unbedingt. Oh, ich hab's vorbereitet. Hey, seht mal. Wollen wir Pip. Da. Dann einfangen. Gut. Das haben wir. Jetzt ist hier nochmal die Frage, holt ihr hier mal den... Warum macht ihr das nicht?
Der ist in Betrieb, der braucht keinen Strom. Der ist nicht abgeschaltet durch die Automatisierung. Wieso wird da... Es hat hier funktioniert, problemlos. Und hier klappt's nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Es ist immer noch Wasserstoff. Es ist immer noch die Autoabfüllung aktiviert. Das verstehe ich jetzt nicht. Muss da noch mehr rein? Also viel will ich ja gar nicht. Ich glaube, so in der Größe sind auch die Dings gar nicht vorhanden. Lagerkapazität 25 Kilo. Ich meine, der kann eh nicht viel mehr jetzt lagern. Der ist jetzt gleich voll. Okay, es dauert noch eine heiße Sekunde, weil ich ihm halt hier wirklich eine Beschränkung gemacht habe, damit möglichst nicht so viel in die Richtung hier geht. Aber das haben wir jetzt auch gleich. 420 Kilo. 24 Kilo. 24, na klar. Komm, mach das mal hier rasch fertig, Jungs. Das begreife ich nicht. 7 hier drauf? Also jetzt müsste er gleich sowieso stecken bleiben, sozusagen. Ich meine, der andere, der hatte doch auch dann irgendwie 600 Gramm drin und die wurden ja auch rausgeholt. So, 25 Kilo. Jetzt. Oh. Jetzt macht er was. Tatsache. Das mussten anscheinend 25 Kilo drin sein, damit es funktioniert. Warum auch immer. Faszinierend. Ich meine, ich kann damit leben, aber... Jetzt sind da 60 Gramm Wasserstoff drin. Kann ich auch mitleben. Ich meine, jetzt droppst du hier 25 Kilo Wasserstoff rein. Oh, wow. Das ist schon mächtig. Das sollte wirklich hier den bisschen nach unten schieben hier. Mal gucken. Dauert eine Sekunde, bis der fertig ist. Kühlt auch. Das Gas ist bei minus 42 Grad. Ja, hier ist gerade die Temperatur ein wenig gesunken. Unmerklich. Eigentlich auch eine interessante Methode, Wasserstoff, also Sauerstoff vielleicht richtig runterzukühlen irgendwo und dann irgendwo hinzubringen. Weil es wird einen kurzzeitigen Abfall geben. Also hier oben haben wir jetzt eine relativ dichte Menge Wasserstoff, aber... Hier haben wir schon wieder nur noch Sauerstoff auf der Höhe. Also eigentlich wäre mein Ziel, dass ich bis hierhin Wasserstoff habe. Das wäre eigentlich mein Ziel. Ah, mal gucken. Jetzt muss es da oben sowieso erstmal wieder sich ansammeln, der Wasserstoff. Ich meine, 25, das ist ja wenigstens überschaubar. Das heißt, wenn er hier steht, dann haben wir sowieso schon genug. Das muss nicht mal hier drin sein. Okay. Ansonsten die Glanzdreckos haben wir sowieso auch noch keine. Du solltest jetzt bald mal anfangen, nach Möglichkeit Glanzdreko-Eier zu legen, aber das dauert anscheinend noch ein bisschen. Wir haben jetzt eine Chance, das ist nur nicht besonders. Der Glanzdreko ist geschlüpft, natürlich. Dankeschön. Das ist großartig. Das ist sehr, sehr gut, dass du geschlüpft bist. Darauf habe ich ja eigentlich auch schon gewartet. Okay, ich sehe hier 5 Tiere drin. Eins davon ein Ei, was eigentlich auch dann raus sollte. Aber noch nicht rausgebracht wird. Weil es halt 5 damit sind. Passt. Und wie lange braucht noch dieses Ei zum Brüten?
bei 95%. Muss also auch jederzeit fertig sein an sich. Ich habe ihn gerade nicht gesehen und dachte so, was ist mit ihm passiert? Nee, ich wollte den Fisch anklicken. 49% Wildheit. Warum das denn? Warum ist der denn auf 49% mittlerweile? Frisst der nicht, während er klein ist? Also an den Tier, der Tierfütterer müsste an ihn rankommen. Das sollte kein Problem sein. Hm. Okay. Auch was ich im Auge behalten muss. Aber vielleicht war das der Grund. Vielleicht fressen die Jungtiere nicht. Deswegen gehen die sehr weit hoch wieder in der Wertung der Wildheit. Ich meine, noch. Ja, aber er ist doch hungrig. Dann ist das. Der schwimmt nur hier in der unteren Reihe. Der schwimmt nicht in der oberen Reihe und deswegen kommt er da nicht ran. Zwei Möglichkeiten. Wir setzen den eins runter oder ich lade neu. das kann tatsächlich ein Problem sein. Also, die orientieren sich danach teilweise. Warte mal, wir probieren das aus. Speichern. Ich mache mal einen neuen Speicherstand. Sekunde. Ich speichere für jede Folge einen Stand. 27. Speichern. Der wird dann gleich überschrieben. Wir laden jetzt die 27. Das sollte nicht so lange dauern. Ich kann auch ganz kurz dann mal pausieren. Die Aufnahme. Sekunde, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Er schwimmt nur in der unteren Reihe. Mal gucken. Na? Er geht da nicht ran, obwohl er hungrig ist. Dann gehe ich mal davon aus, dass das tatsächlich das Problem ist. Ich kann den hier einen runtersetzen, wenn die Leiter weg ist. Das sollte kein Problem sein. So. Er hat jetzt jetzt hat er natürlich gefressen, weil das Mehl, weil die Samen runtergefallen sind. Das hier machen wir noch rasch fertig. So. Problem ist natürlich, dadurch, dass er jetzt wild gefressen hat, ist er auch nicht, hat das auch nicht das Taming erhöht. Also er wird halt immer noch die Wildheit dadurch haben. Aber er schwimmt immer noch auf so niedriger Höhe. Vielleicht ist es tatsächlich, dass die Reihe einfach nicht mehr genug Flüssigkeit hat, damit er darin schwimmen kann. Das kann halt echt sein. Batterie, ja, das kann ich ignorieren. So, Schluckfisch. Wir sagen Mehlholzsamen. Ich denke mal, eine 6 reicht, oder? Die hier waren auch bei einer 6, da muss ich 7 machen. Okay. Obwohl, das kann sein, dass ich das gar nicht gebraucht hätte, weil das eine ist ja. Ja, aber damit ist die Wildheit wieder richtig hochgegangen. Ist natürlich super ärgerlich. Ich glaube, der hat mit 30 gestartet. Das heißt, wir haben da 4 Tage verloren. Das ist hart. Gut, aber das Problem sollte nicht nochmal entstehen. Das ist okay. So, Gupani. Seid ihr hier mal ein bisschen vorangekommen? Ihr habt das Ding schon mal gebaut. Wir könnten jetzt. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Wir werden das Ding hier einfach mal aufreißen und gucken, was passiert. Beziehungsweise will ich hier noch mehr Öl drin haben. Wie viel Öl passt in einen Block rein davon? Schon ja auch 1000 dann. Da fehlt noch ein bisschen was. Ich fühlte aber nicht. Ja, ich denke, das sollte reichen. Dieser Ölblock hier, das hier, eigentlich an der Stelle, das sollte völlig ausreichend sein, damit das Ganze sauber funktioniert. Wenn ich mich nicht völlig irre. Sollte ich an der Stelle nicht. Ansonsten haben wir hier ein bisschen Erdgas drin und ich muss da was dagegen machen. Das machen wir das nächste Mal. Eine sonnige Verabschiedung von mir auch im Sonny. Ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und ciao. Euer Sunny.